Willkommen zurück bei Transport Fieber 2. Wir schließen heute eine neue Route ans Netz an, und zwar für Shimkent die Nahrung. Aber da bräuchten wir wieder drei. Und dann noch für die Getreidefarm. Da oben war die andere. So, jo, hätten wir schon alles. Krieg ich das gescheit drüber gebaut? Nee. Da baut es mit einem unweigerlichen Tunnel hin. Verdammt. Mist, ich glaube, wir müssen hier einen Tunnel bauen. Aber nicht so. Das wird ein bisschen eine sportliche Kurve. Passt aber. Jo. Das sieht gut aus. Okay, dann können wir das direkt mit Shimkent anschließen. Da brauchen wir dann die mittlere. Ich überlege, ob ich die für die paar Meter hier anschließe. Oder ob das keinen Sinn macht. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Das müssen wir nicht machen. Die koppelt sich da hinten. Oder? Die koppelt sich dann hier eh wieder ab, ja. Moment. Geht es wieder so ein bisschen hoch. Ja, anders ging es jetzt hier leider nicht. Oh, guck mal, Lockheed Super Constellation L1049 und L1049DH. Einmal Passagier und einmal für Fracht. Wir könnten die von oben ranführen lassen oder von unten? Wie sieht denn das Gelände? Ach nee, guck mal, da müssen wir wieder einen Tunnel graben.
Moment, ich ändere noch mal ein kleines bisschen was ab. Hälfte von dem gesamten Geld geht wegen sowas immer drauf. Wobei, gerade geht's. Fast eine halbe Milliarde auf der hohen Kante. Damit kann man gut arbeiten. So. Dann könnten wir das hier hinten auch wieder so machen mit dem Zugdepot. Uiuiuiuiui. Das, wenn ich die hier irgendwie... nee, das ist zu kurz. Das geht. Cool. Machen wir das doch so. Halt. Ob man es hört, meine Waschmaschine dreht gerade übel auf. Ich hoffe, man hört es nicht so sehr. Okay. Dann einmal, das ist dann Getreide 3. Und Getreide 4. Und Nahrung 2. So, dann müssen wir bloß noch die Nahrung. Jetzt haben wir hier noch eine Straße gezogen. Okay, na gut, dann ja, von mir aus auch hier hin. Da kommt schon wieder neue Gebäude. Die vielleicht, wenn wir das ganz klug anstellen, steht hier wieder so eine krumme Straße, ey. So ist besser. Da oben eigentlich. Halt. Shit, das passt hier nämlich nicht mehr hin. Ja, doch, aber nur ein ganz kleines. Fuck. Ich wollte halt vermeiden, dass die wieder die anderen Bahnkreuzen hier von den Tram-Strecken oder von der einen Tram-Strecke. Gut, das war wirklich ein kurzer Weg. Class P36, wow, das Teil sieht mächtig aus.
viel werden wir gar nicht brauchen. Vielleicht kriege ich ja hier noch. Ne, das brauchen wir jetzt zwar nicht, aber ich möchte trotzdem, dass es da so ein bisschen angeschlossen wirkt. Okay, dann brauchen wir hier bloß eine ganz kurze. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Das dachte ich mir, dass ihr so fahren wollt, das könnt ihr vergessen. Na gut, hätte ich das hier gar nicht mehr gebraucht. Nehmen wir trotzdem mit. Das müsste LKW Nahrung 2 sein, oder? Achso, Nahrung Singapur hatte ich das ja, so hatte ich es genannt, okay. Dann machen wir das auch so. Dann müssen wir LKW Werkzeuge auch nochmal umbenennen in Nagpur. Ich kaufe mal ein, dass der hier schon mal rumfährt. So, dann können wir auch die drei Züge kaufen. Der hat natürlich ein bisschen weiteren Weg, ist nicht weiter entfernt als der andere Hof, aber alleine durch die Strecke muss er ein bisschen weiterfahren. Ich glaube, das ist mir aber ein bisschen zu überdimensioniert. Kostet mir auch ein bisschen zu viel. Ich glaube, ich bleibe mal bei der hier. Genau, dann einmal für Getreide. Weiß nicht, erstmal 90. Dann gehst du mal auf Getreide 3. Du auf 4. Hier bräuchten wir jetzt was für Nahrung. Da. Brauchen wir eigentlich auch, ich glaube nicht so viel, also. Mal gucken, ob das soweit okay ist. Oder ob wir auch wieder mehrere Züge dann für die Nahrungsbeschaffung einstellen müssen. Tram Jakarta sieht nicht gut aus. Naja, hält sich so die Waage, ist vielleicht 1 zu 4. Na guck mal, unsere Bretter und unsere Holzzüge. Oh ja, Bretter, 99 mittlerweile. Ist das schon gestiegen im Level? Jo, das eine ist voll, das zweite ist halb voll. Und hier drüben auch. Gut. Ja, Werkzeuge geht, macht schon ordentlich Profit, aber da geht noch ein bisschen mehr. Naja, das ist doch ganz gut angeschlossen. Wie sieht es denn hier mittlerweile aus? Ich glaub, da könnten wir auch wieder ein bisschen was abhängen, oder? 60, 61. 51 von 72 oder sogar von noch mehr, da waren ja nicht alle Waggons dafür gebraucht. Okay. Nagpur 227, wo ist Singapur? Hier. 315, stagniert aktuell ein kleines bisschen. Ja, das wird alles noch deutlich mehr. Das dauert seine Zeit. Ich würde dann auch später gerne Autobahnen bauen.
vielleicht, bin mir noch nicht sicher, ob das sinnvoll ist, weil wir dann wieder die Straßen verstopfen, aber da müssten wir uns um das Straßennetz richtig kümmern. Also ich bin mir da halt immer nicht sicher, ob die dann weniger unsere Verkehrsmittel nehmen, wenn ich denen eine Straße zu den anderen Städten baue, weil die Straßen nehmen sie sowieso gerne. Sieht es bei denen aus? Naja gut, die sind jetzt wenigstens so zwei Drittel voll. Solange da Profit abgeworfen wird, ist mir das egal, wie voll die sind. 33. Wie wär's denn du jetzt aufgeladen? 16. Ach herrje. Ja gut. Und er fährt da alleine seine Kreise. Was gibt's Neues? Russian Class TE3? Und nochmal. Das sind zwei verschiedene. Aha. Aha, eine Diesel. Okay. Und als Triebwagen. Hauptfrachtlokomotive. Aha. Gab es echt so spät erst elektrische Loks? Ja? 1956 sind wir gerade. Ah, 63, das ist ganz gut. Da oben, das könnte ein bisschen mehr werden, aber auch hier, das dauert alles erstmal so ein bisschen, bis es sich eingespielt hat. Noch reicht der eine wahrscheinlich, oder? Ja, 13 passen bloß rein. Wie viele Einwohner haben wir hier? 106, geht steil bergauf, 20%, das wird jetzt noch ein bisschen mehr. Nein, Zug 15, Moment. Das Getreide 2, ah okay. 84. Hier können wir Zug 14 mit Sicherheit auch gleich ersetzen. Das machen wir auch. Ersetzen wir beide. Auch gegen die hier. So, neue Waggons. Oh, nee, das wollte ich nicht. Ne, die brauchen wir noch nicht, die 120er, das ist ein bisschen zu überdimensioniert. So, 72 reicht. Die waren eh nicht voll alle beide. Können wir mal gucken, was ist noch sehr schlecht. Zug Öl 1. Aha. Zug 9 und Zug 16. Zug 16 taucht in der Liste noch nicht auf. Ist aber auch schon 43 Jahre alt, aber Zustand ist immerhin schlecht, also da können wir auch... Können wir auch beide ersetzen. Wie viel lädt denn der auf? 98. Okay. Das ist natürlich... Machen wir mal 72, mehr brauchen die ja nicht mehr. Tram 3, Tram Nagpur ist es. Okay. Ja, komm, den können wir auch mal ersetzen. Das ist ja richtig schäbig. Und die beiden Tram 5 und Tram 6, Tram Singapur allgemein. Ja, auch schon 34, 39 Jahre.
Ja, bloß 3 Trams in Singapur? Ist das nicht ein bisschen wenig? Ja, nö, scheint zu gehen. Na gut, hoffe ich, dass die Linien jetzt weiter ein gutes Geld abwerfen. Baumaterialien 1, ja gut, geht gerade hoch, der muss jetzt erstmal wieder ein bisschen hin und her fahren. Nahrung 2 und Getreide 4. Das hier oben ist Getreide 4. Der Zug, genau. Getreide 1, geht. Der packt das immer noch alleine, okay, das ist ja super. Bin mir nicht so sicher, ob wir die Städte schon mit Autobahn oder so miteinander verbinden. Wir können das ja mal hier unten irgendwo machen. Jekaterinburg? Jekaterinburg? Und Lucknow. Lucknow, Lucknow, Lucknow. Ich weiß nicht, ob das russische Wörter sind oder wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird es eher Lucknow in dem Fall gesprochen als Lucknow. Glück auf oder was? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was ist. Ja. Falls jemand aus diesem Ort kommt, könnt ihr mir gerne sagen, wie das richtig ausgesprochen wird. China Railways RM. Uiuiui, die sieht ja toll aus. Nicht schlecht. Wir können das ja mal ein bisschen beobachten. Hier haben wir 88 und da oben haben wir 81 Bewohner. Okay, pass mal auf, dann baue ich jetzt mal erstmal eine große oder ja eine längere mittlere Landstraße. Dann können wir das mal ein bisschen beobachten, wie die sich da vielleicht austauschen. Vielleicht hilft das ja auch nochmal, das weiß ich halt nicht, ob das so zum Wachstum nochmal was beiträgt. Aber ich glaube es ja eher nicht, aber wer weiß. Machen wir einfach mal. Da freuen die sich bestimmt. Solange die noch nicht unser Nahverkehrsnetz benutzen dürfen. Haben bestimmt schon die ersten. Ja, da fährt schon der erste. Da fährt der zweite. Glückwunsch! Hat beide eine Landstraße entjungfert. So, na, mal gucken. Vielleicht bringt das ein bisschen was. 81 und hier 88. Weiß halt nicht, ob das gut ist, ob das allgemein zu irgendwas beiträgt. Wenn die Städte noch untereinander verbunden sind. Also es macht wahrscheinlich schon Sinn, weil in der echten Welt ist es ja auch so. Naja. LKW-Nahrung Schimken. Wird das jetzt mehr, dass er das alleine nicht mehr packt? Nö. Das packt er schon noch. Nahrung 1. Warum nimmt er denn bloß so wenig mit? Warum wird er überhaupt so wenig produziert? Also Singapur ist voll mit der Nahrung. 330 mittlerweile, wir bräuchten da einfach noch mehr Leute. Ja, das Teil steigt auch nicht, also... Da wird zu wenig abtransportiert, das zieht alles so ein bisschen in Mitleidenschaft. Nahrung 2, Getreide 4. Der kommt jetzt wieder an, springt jetzt wieder in den grünen Bereich. Zack. Das ist immer so ein Hin und Her. Das ist okay. Wir können jetzt bei knapp 20 Millionen im Schnitt unten. Bei den Einnahmen schwankt natürlich immer
Da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Kanada Air CL44. Ob das eventuell einen Einfluss auf die Städte selber nochmal hat, dass sie dadurch auch vielleicht wachsen können. Sieht aktuell nicht so aus. Aber irgendwas muss es ja bezwecken im Spiel. Ich habe eine Idee. Ich hab so eine fantastische Idee. Pass mal auf. Wir erschaffen künstlich auf jeder längeren Autotrasse Stau. Dann denken die sich spätestens nach einer Woche, oh, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf. Jeden Tag früh Stau. Auf dem Heimweg Stau. Fahre ich doch lieber mit der Bahn, oder? Wäre doch eine gute Idee. 88 Arbeitsplätze. 79 Arbeitsplätze, wie ist denn? Ach so. Ah, der Privatverkehr. Ach, das... Ah. Ja, gesehen habe ich das schon ein paar Mal, aber... Plus 10%. Ach, natürlich. Oh, ich verstehe. Ja, okay, das macht irgendwo ein bisschen Sinn. Scheiße. Okay. Boah. Große Autobahn. Was? Ich kann eine Autobahn mit einem Tramgleis bauen? Nee. Ich wollte schon sagen, das wäre ja albern. Aber mit einer Busspur. Ja, doch. Was ist das denn albernes? Tja, das ist halt schade. Ich demonstriere das mal kurz. Das wäre halt geil, eine Autobahn. Die eine Richtung geht halt nur in die eine Richtung, wie das bei einer Autobahn halt so ist. Logisch, aber wenn ich jetzt hier den Rückzug wählen möchte, das schließt sich leider nicht an, wie es bei den Gleisen der Fall ist. Das wäre super. Vielleicht gibt es dafür mittlerweile eine kleine Modifikation. Man kann das natürlich selber ein bisschen regulieren. Gerade bei geraden Strecken mag das noch gehen, aber wenn es dann in die Kurve geht, dann wird das ein bisschen schwierig, dass man die andere Kurve auch so macht, ne? Ihr versteht schon. Ja, und wenn ich das so rummache, würde zwar gehen, aber dann ist die Straße wieder verkehrt. Genau, dann zeigt er mir das hier an, dass das nicht funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob man nee, das war hier die Skylines, ne, wo ich das mit irgendwelchen Tastenkürzeln dann die Einbahnstraßen nochmal ändern konnte. Ich weiß nicht, ob das hier auch geht. Müsste ich mich mal informieren. Aber das wäre halt geil, ne? So ein Präzisionstool für die Straßen. Das haben sie irgendwie vergessen. Wenn die wenigstens so aneinander snappen würden, wäre super, oder wenn ich es einen ausschalten könnte, dass das funktioniert. Vielleicht geht es auch irgendwie, aber... Oh, wir waren gerade bei über 26 Millionen sogar, wow. Na gut. Deswegen würde ich erstmal eine extra große Landstraße vielleicht bauen. Nicht wundern, was ich jetzt mache. Es wird dann sowieso nicht alles gebraucht werden. Aber ich habe da eine Idee. Ja. Ob das funktioniert, bin ich mir nicht so sicher. Wieso habe ich das bei City Skylines dann auch ganz gern gemacht? Ob das hier so zum Erfolg führt, da bin ich mir noch nicht so sicher. Da binden wir die erstmal mit einem schönen Nahverkehrsnetz an. Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet, dass das auch Einfluss hat dann auf die Einwohnerzahl natürlich nochmal. Ich
kenne die Meldung, wenn die einmal eine Verbindung haben zwischen verschiedenen Städten und man kappt die dann irgendwo, weil man einfach eine Straße neu baut oder baut es nochmal anders, dass dann da oben kommt, ja, da beschweren sich irgendwelche Leute, dass da bitte die Verbindung wiederhergestellt werden muss. Auch nicht kostenintensiv, ne? Da können wir direkt eine Maut einführen für eine Landstraße. Wundern, dass ich das dann nicht direkt anschließe, aber das hat einen höheren Sinn, der hoffentlich gleich aufgeht. Okay, wir müssen das erstmal wieder schön machen. Jetzt fährt hier niemand auf der Straße, wenn es nach mir geht. Geht eigentlich, die ist schon ganz gut gebaut. So, dann demonstriere ich das mal. Und zwar, da reicht eigentlich so nur. Ach so, die großen. Ach so, ich dachte, die fahren auch 100. Hätte die ja eigentlich gereicht, ne? Dann muss es nicht ganz so. Ist jetzt auch egal. Lassen wir halt so. Macht ja nichts. Die mittlere Landstraße. Nee, ich dachte nur die extra große, da können sie 100 fahren, aber die können das auch auf der großen. Okay, und zwar... Nee. Jetzt. Genau. So, pass auf. Wenn das gut geht, dann wäre das fantastisch. Die Autobahnauffahrten hierfür verwenden? Ach nee, ich habe hier... verdammt. Was? Bau nicht möglich. Gebt ja gleich Bau nicht möglich. Shit, ja, bei Autobahn macht das natürlich mehr Sinn. Fuck. Ihr wisst, was ich fort, ne? Dann hier Auf- und Abfahrt jeweils. Müssen wir das doch über eine Autobahn schon realisieren. Dann müssen wir da direkt eine Autobahn draus machen. Mist. Erstmal nur in eine Richtung. Nee. Das kommt erstmal nochmal weg. So, jetzt müssen wir versuchen, den Rückweg ungefähr so geschmeidig hinzukriegen wie den Hinweg. Ist halt alles nicht so prickelnd, ne? Aber besser geht's mit den aktuellen Tools nicht, die uns hier die Entwickler gegeben haben. Oh, da ist schon Bild auf der Fahrbahn hier in der Mitte. Da. Oder wenn sie mich direkt eine Autobahn bauen lassen würden, die beide Richtungen dann anführt. Wäre auch super. Was denn jetzt? Was? Es snappt hier an? Nee. Nicht immer. Verstehe ich nicht. Ja gut.
Ja, da zieht es einen dann manchmal so ein bisschen automatisch rüber, aber nicht immer. Komisch. Kriegen wir alles hin. Da gibt es bestimmt früher oder später eine Modifikation für. Ein Präzisionstool. Gibt es ja auch bei City Skylines. Da gibt es... Oh Gott, ey. Dass es da alles für Modifikationen gibt. Schon der Wahnsinn. Ja, ich krieg's nicht besser hin. Das sieht scheiße aus dann nachher von oben. Vielleicht bauen wir einen Wald ringsrum. So, jetzt sind wir aber gleich da. Können wir die noch anschließen? Reicht das? Jupp, reicht. Okay. Jetzt erstmal gucken, wie weit ich die bauen muss. Ernsthaft. Warum? Warum? Muss ich bestimmt ab hier machen. Auch nicht. Neulich aber mal nicht so ein Problem, als ich das mal im Freien spiele. Ah ja. Da geht's. Ich hasse das wie die Pest, wenn das so ungleich ist, aber ich krieg's jetzt auch nicht besser hin, weil mich das Spiel lässt es nicht zu. Naja, so geht's. Einigermaßen. So. Sorry, ihr müsst noch mal ganz kurz weichen. Hätten wir da schon mal die eine Auffahrt, dann können wir ja dann später hier auch noch mal eine machen oder hier drüben oder wo auch immer. Und hier oben Singapur das gleiche. Nee. Wir müssen mindestens viermal nach oben gehen. Also hier mit diesem Tool, wo ich dann 1, 2, 3, 4. Dann baue da erst eine Brücke. Bitte was? Brückenpfeiler-Kollision? Dann macht, dass das weggeht. Natürlich. Ach komm schon, Spiel. Halt, da ging's gerade. Da. So, dann nehmen wir das direkt. Wieder klar. Oh Mann, ich weiß nicht warum. So geht's. Ich
weiß, da führt noch nichts in die Richtung, aber früher oder später wird's das. Von daher. Wie, was? Funktioniert nicht. Ach, mit der Auffahrt jetzt wieder nicht, oder was? Shit. Oh, und, oh, guck mal, da Shinkansen 0. Serious. Cool. Das war so klar. Geht doch. So, jetzt ist hier alles angeschlossen. Jetzt können sie auch fahren mit ihren Autos. Naja, na gut, es geht so vom Aussehen her. Ach guck mal, waren das schon bei 20%? Weiß ich nicht, 346 wird aber mehr oder ist mehr geworden. Ob jetzt dadurch oder durch was anderes, vermutlich ja durch was anderes. Na gut. Überall so 3 bis 4 Bewohner dazugekommen. Na gut, wie sieht es bei unseren Linien aus? Okay, naja. Getreide 3, 4, Nahrung 1 und 2. Schwankt immer mal ganz schön, dafür läuft das andere umso besser. Okay, gut, dann war es das von mir für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag. Oh, wir brauchen hier einen zweiten Zug, würde ich sagen. Oder wir machen den einen richtig lang, wobei der schon ein bisschen zu lang ist sogar für das. Für den Bahnhof. Wie viel transportierst du auch? 84? Oh, da müssen wir das nächste Mal Hand anlegen. Gut, das war's von mir für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.